So, und hier liegt dann auch das erste Tonband von Poison Ivy. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 12. November, 11.33 Uhr. Guten Morgen, Pamela. Wie geht es dir heute? Danke. Heute ist ein besonderer Tag. Was meinst du damit? Heute ist der Jahrestag meines neuen Lebens, als ich mein wahres Ich, meine Bestimmung gefunden habe. Beziehst du dich auf das Ereignis mit Dr. Woodrow? Ja, was sonst? Natürlich, damals dachte ich, Jason hätte mich vergiftet, aber wenn ich zurückschaue, hat er mir einen großen Gefallen getan. Und wieso glaubst du, das, was er getan hat, hätte dir geholfen? Er hat mir eine größere Welt gezeigt. Eine Welt, die ich beschützen muss. Natürlich wurde mein erstes Angebot zurückgewiesen. Angebot? Du hast versucht, jeden in Gotham zu töten? Manchmal muss man große Schritte im Leben machen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Da unten haben wir zwei bewaffnete Gegner. Keine Ahnung. Joker plant etwas, Mann. Ja, und das riecht nicht gut. Er glaubt, er ist Gott oder sowas. So mit menschlichen Körpern umzugehen. Wenn er das bei mir macht, kündige ich. Ich auch. Dieser Ort ist schon ohne rumirrende Monster gruselig genug. Die müssen wir jetzt als nächstes irgendwie ausschalten. Ich weiß nur noch nicht genau wie, ich muss ja noch mal kurz gucken. Warum sind hier überall am Boden Harleys Fingerabdrücke? Wird mich ja schon ein bisschen stutzig machen. Und Feuer! Oh, die sind ja sogar richtig K.O. Gut, der eine zuckt noch ein bisschen. Aber ansonsten, das war effektiv. Ach, und hier ist ja auch das Kontrollgerät dafür. Ich hab's doch schon gehabt. So, jetzt. Einmal weiter, bitte. Oh, weia. Ey, wieso kann ich nicht mehr? Ich konnte doch eben ausschalten vom Vorsprung. Was zum... Ey, das finde ich jetzt gemein. Nö, das mache ich nochmal. Wenn er mir plötzlich einfach die Option nimmt. Batman ist tot. Es stand da für eine Millisekunde. Helf dem Fledermaus-Baby doch mal hoch. Und dann ist es auf einmal verschwunden, ohne dass ich mich bewegt habe und ohne dass er sich bewegt hat. Das ist nicht fair. Das machen wir nochmal. Warum geht das jetzt nicht? Machen wir es halt anders. Und dann schnell weg hier. Gott, ich habe jemanden gefunden. Hier drüben. Nein! Komm schon, wach auf! Ist er gerade noch rechtzeitig abgehauen? Ich hatte gehofft, dass wir das umgekehrte Ausschalten noch schaffen. Man vermisst so ein bisschen die Gadgets, die man in den späteren Teilen hatte. Die machen das Ganze ein bisschen simpler. Batman, kannst du mich hören? Was machst du da? Ah! Was ist passiert? Ich kann nicht atmen! So, da laufen zwei. Wo sind denn die anderen? Okay, einer steht da unten. Die anderen drei laufen hier oben Patrouille. Wie macht er das schon immer? Was ist hier los? Seid still und sucht weiter. Wir kommen zurück, wenn die Fledermaus tot ist. Vielleicht kann man ja mal... Zack. Ah, nein! Komm her hier! Verdammter Mist! Aber einer ist ja kein Problem.
Ja, ich habe vielleicht versucht, einen zu viel zu erledigen jetzt hier. Aber, naja, mein Gott. Ah, die machen einen immensen Schaden im Vergleich zu den späteren Teilen. Das ist, das kann man nicht unterschätzen. So, wir haben ja ein Rätsel erhalten, als wir hier reingekommen sind. Das sich natürlich auf einen ganz bestimmten Charakter bezieht. Ich muss nur kurz gucken, wo müssen wir da rein? Ich glaube hier unten. Dürfte relativ offensichtlich gewesen sein. Das Rätsel ist ja eingeblendet gewesen. Musste ich hier durch? Ne, hier ist nur eine Trophäe. Wo waren das nochmal? Das war relativ offensichtlich irgendwo an einer Stelle platziert. Ach, da ist es doch. Das sehe ich ja von hier schon. Hier nämlich. Da. Es geht natürlich um Mad Hatter. Der geniale Hypnotiker Jervis Tetch war schon als Kind besessen von Lewis Carrolls Buch Alice im Wunderland. Er ist überzeugt, eine Inkarnation des verrückten Hutmachers zu sein. Als Mad Hatter nutzt er seine hypnotischen Fähigkeiten, um Verbrechen zu verüben, die oft einen Bezug zu der Quelle seiner Inspiration oder seiner Vorliebe für Hüte und Kopfbedeckungen haben. Er implantiert sogar Chips zur Gedankenkontrolle in seine Hüte, um seine hypnotischen Fähigkeiten zu verstärken. Sein größter Wunsch ist Batmans Kapuze. Um an diese Kopfbedeckung zu gelangen, macht er vor nichts Halt. Das ist ja auch jemand, den wir damals in Arkham Origins schon mal erlebt haben. So, jetzt müssen wir Harleys Spur weiterverfolgen. Und die führt eindeutig nicht hier runter. Okay, hier ist sie gewesen. Dann geht's wohl hier lang weiter. Und dieses Rätsel natürlich in einem Bezug auf die Eltern des Helden selbst. Hier ist das Rätsels Lösung. Thomas Wayne und Martha Wayne. Thomas Wayne war ein begnadeter Chirurg und der Erbe des elterlichen Familienvermögens. Er war der Philanthropie ebenso verschrieben wie der Medizin und genoss gemeinsam mit seiner Frau Martha großes Ansehen. Auch Martha Wayne engagierte sich für wohltätige Zwecke und widmete sich liebevoll der Erziehung ihres Sohnes Bruce. Sie war in den gesellschaftlichen Kreisen von Gotham City äußerst angesehen und veranstaltete in Wayne Manor nicht selten rauschende Wohltätigkeitsbälle. Die brutale Ermordung der beiden durch den verzweifelten Räuber Joe Chill in der Crime Alley von Gotham erschütterte die Stadt und trieb ihren Sohn Bruce schließlich in die Rolle des Batman. Na, so langsam füllen sich dann auch die Biografien. Joker-Zähne. Zielen sollte man schon können. Patientengespräch Pamela Lillian Isley, 14. November, 10.21 Uhr. Hallo Pamela, heute will ich auf etwas zurückkommen, was du in unserem letzten Gespräch gesagt hattest. Fragen Sie mich, was Sie wollen. Du sagtest, dein erstes Angebot, Gotham zu helfen, wurde zurückgewiesen. Wie kommst du darauf? Was meinen Sie? Du hast tausende gefährlicher Spuren in Gotham freigelassen, hunderte Menschen getötet. Wie soll das jemandem helfen? Körper interessieren mich nicht, Doktor. Diese schrecklichen Fleischsäcke, die rumlaufen und meine armen Babys mit ihrer Gier und Arroganz zerstören. Aber bist du nicht auch einer dieser Fleischsäcke? Du warst auch eine Ärztin. Wie kannst du uns im Stich lassen? Das passiert einfach so. Aber dich lasse ich nicht im Stich, Stephen. Du bist anders. Mit dir fühle ich mich verbunden. Wirklich? Stimmt das? Natürlich. War vielleicht nicht die beste Entscheidung, da einen männlichen Arzt reinzuschicken. So, noch irgendwelche Zähne? Nein, anscheinend nicht. Doch, hier.
Und ich glaube, hier in dieser Richtung erwartet uns demnächst eine ganz gemeine Predator-Challenge. Halt, bitte. Ich bin nicht wichtig. Ich kann dir nicht helfen. Dein Glück, dass der Boss nicht will, dass wir zu hart zu dir sind. Er hat gesagt, du wärst der perfekte Köder. Verstehe ich nicht. Du bist doch nichts Besonderes. Wer soll dich retten? Ja, und nur für den Fall, dass es jemand versuchen will. Wir sind bereit und warten. Aber Batman wird euch aufhalten, das wisst ihr. Die Fledermaus. Ich habe keine Angst vor ihr. Siehst du Higo da drüben? Er liebt Messer. Das ist schön für ihn. Und ich liebe Batarangs. Die Fledermaus! Komm, hier gleich. Rums! Was war denn das wieder? Warum geht er da einfach in die völlig falsche Richtung? Schlag ihn nieder! Da musst du mich schon! Keiner darf schlagen! Komm schon! Da auch wieder! Auf wen wollte er denn da bitte schön schlagen? Also manchmal ist es schon ein bisschen komisch. Hallo Karl Todd. Danke. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Solche Typen verspeise ich zum Frühstück. Was haben sie hier drin gemacht? Die, die mich nicht geschlagen haben, gingen darüber und hantierten an der Stromsteuerung rum. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. An der Stromsteuerung? Oh, dann sind wir hier falsch. Sieht aus, als hätte Joker diese Kontrolleinheit vermint. Das wird härter als vorher, aber dieses Risiko muss ich eingehen. Pamela, ich habe, was du wolltest. Gefällt sie dir? Oh ja, Steven, ich finde sie toll. Was für eine wunderschöne Blume. Darf ich sie behalten? Oh nein, Pamela, das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Aber ich bringe sie immer mit, wenn ich dich besuche. Aber ich bin Steven. Ich fühle mich so einsam, so allein. Du willst doch nicht, dass ich einsam bin, oder? Nein, natürlich nicht. Behalt sie, aber keiner darf sie sehen. Wirklich keiner. Du kannst mir vertrauen, Steven. Danke. Und jetzt gib mir einen Kuss. Ich kann nicht. Wenn das die anderen sehen. Niemand beobachtet uns. Was ist los mit dir? Liebst du mich nicht? Nenn mich Ivy. Natürlich liebe ich dich. Eine ganz gefährliche Frau. Ich bin ein Detektiv, der erst die Hälfte der Aufgabe bewältigt hat. Verlierer? Ich gehe nochmal zurück. Denn ich meine, es gibt eine optionale Szene mit Joker, die wir hier noch auslösen können. Das müssen wir aber machen, bevor wir den Strom abschalten. Muss nur den Weg finden. Das war schon mal falsch. Das müsste dann hier durchführen. Genau, da ist es. Du musst damit aufhören, bevor es zu weit geht. Aufhören? Aber jeder will sehen, was ich als nächstes tue. Lass ihn gehen, sofort. Wirklich? Okay. Wenn du meinst, Ben. Ah. Nein! Ups! Du musst dich wirklich beeilen, Bats. So fängst du mich nie! Hat sich doch voll gelohnt, da hier vorher herzukommen, ich muss oder? Den Strom in diesem Raum abstellen. Und den anderen auch gleich noch. Komm. Wo? Oh, das sind freche Zähne. Die verstecken sich immer wieder vor uns. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Und selbst wenn nicht, wir kommen ja nochmal wieder. Wir müssen den Strom abstellen. Gott sei Dank wissen wir schon, wo das geht. Ich hätte zuerst hierher kommen sollen. Dann würde das jetzt nicht so blöd wirken. Aber was tut man nicht alles, um euch das volle Spielerlebnis zu geben hier? Ich erinnere mich noch, dass in den Gärten irgendwo ein ganz, ganz fieser Predator-Raum war.
Jetzt haben wir erstmal ganz fiesen Kryptografie-Dings. Ich weiß nicht, ob wir auch ein Zeitlimit haben. Oh Mann, oh. Ja, ich glaube, wir haben ein Zeitlimit. Es hat nämlich eben angefangen zu piepen. Ich glaube, ich habe die Stromzufuhr des Generators unterbrochen. Ich frage mich, ob das was damit zu tun hatte hier. Da habe ich nämlich gar nicht drauf geachtet eben. Ob sich das fühlt. So, da oben kommen wir wieder nicht rein, ne? Doch, kommen wir. Weil wir die Reichweite erhöht haben. Ach Mann, ich hatte das. So. Mach auf. Einmal da gesammelt und gibt's hier auch noch eine Riddler-Karte gibt's. Nehme ich doch gerne mit. Und wir waren bis jetzt relativ erfolgreich, aber oh mein Gott. Das alles einzusammeln wird eine Freude. Aber wie gesagt, in Arkham City ist das Ganze wesentlich umfangreicher und herausfordernder. Hier ist es im Prinzip wirklich nur einsammeln. Wenn man es erstmal gefunden hat. Du bist aber hartnäckig, Bats. Immer einen Schritt voraus. Ja. Es dauert nicht lange, bis ich eine Armee von Titanmonstern befehlige. Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und über die Leichen der unschuldigen Bürger steige. Es wird herrlich werden. Ich kann's nicht erwarten. Der Ratcatcher ist also doch DC. Hatte ich mich ja in irgendeiner Folge mal drüber gewundert. Und das müsste hier im Lüftungsschacht irgendwo sein. Durch den wir sowieso durch müssen, weil Joker ja hier das andere alles zerlegt hat, da. Hallo? Halt! Da. Der Ratcatcher. Otis Flanagan hat die natürliche Gabe, Ratten kontrollieren zu können. Na, herzlichen Glückwunsch. Nachdem er von Gotham City als Rattenfänger beschäftigt wurde, dauerte es nicht lange, bis er sein Talent für kriminelle Zwecke nutzte und die Stadt schließlich mit einer gewaltigen Rattenarmee bedrohte. Er war schon unzählige Male in Blackgate inhaftiert, richtet jedoch aus seiner Zelle ebenso viel Schaden an wie in Freiheit. Er nutzt seine treuen Untergebenen, um über das Labyrinth aus Lüftungsschächten, das sich durch das riesige Gefängnis windet, Nachrichten zu verbreiten und Waren zu transportieren. Also wer sich eine Armee aus Ratten hält, der gehört nicht nach Blackgate, der gehört nach Arkham. Uah, guck mal, Pilze. Und einmal weiter. So. Hops. Ach, das ist wieder so ein Katakomben-Ding hier. Und zwar das, das sich wirklich am blödesten navigieren lässt von den allen. Meine ich zumindest. Genau. Und natürlich gibt es hier irgendwo ein Riddler-Fragezeichen. Das suche ich aber später. Es ist auch ganz interessant, jetzt dem Joker zuzuhören und sich mal hier umzusehen. Da geht das raus. Aber wir gehen erstmal nochmal hier runter.
Wir können nämlich hier noch Trophäen sammeln. Und irgendwo gibt es auch noch was zu sehen. Auch wieder so eine semi-optionale Szene. Meine ich zumindest. Nur wo? Komm ich hier hoch? Natürlich nicht. Das wäre ja zu einfach. Wo geht's? Da ist das Trophäe. Achso, geht's da vielleicht hier rüber? Ja, natürlich. Noch, naja. Dann sehe ich mal zu, dass wir jetzt weitergehen. Kann ich hier rauf? Kann ich, bringt mich aber nicht weiter. Na gut. Da-da-da-dam-da-dam. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Wir gehen jetzt einfach zu der Tür rüber. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt hier war oder vielleicht auch in einem anderen Raum. So.